Markus Lüpperts beim Frühsport. 80 Liegestütze, 10 Kilometer Laufen und Klimmzüge, das tägliche Pflichtprogramm. Das Älterwerden kann auch er nicht verhindern. Das Jungbleiben trainiert er mit eiserner Disziplin. Geistige und körperliche Fitness ist die Voraussetzung für seine Kunst, das Malen und Bildhauen. Nach dem Sport Lagebesprechung. Also Ölfarbe und sowas alles da. Keine Leimfarbe. Nicht? Ölfarbe haben wir Malmittel. Was haben wir für eine Leinwände? Welche Größe? Was du willst. 1,30, 1,62. Ah. Dann stellen wir mal drei auf die Staffeleien. Es geht ja darum in der Kunst um die eigene Überraschung. Ich will ja durch meine permanente Form des Kunstmachens, will ich ja irgendwo eine Tür aufreißen, in der ich etwas sehe, was ich bislang nie gesehen habe. Dass es mich überhaupt gibt, ist sowieso ein Wunder, weil alle Prognosen, die Lüpers betreffen, haben immer gesagt, es geht irgendwie nicht gut oder sowas. Aber aus irgendeinem Grund heraus habe ich eben viele schon überlebt. Markus Lüpperts in seinem Düsseldorfer Atelier. Malerei ist für den Rektor der Akademie Düsseldorf die Königsdisziplin. Er verbindet Abstraktion und Realismus auf der Leinwand wie im Leben. Ich glaube einfach, dass es keine Wirklichkeit gibt, sondern nur eine erfundene, eine geträumte, eine erlebte, eine behauptete Wirklichkeit gibt. Nämlich das, was passiert, was draußen passiert, was das Leben ist, ist so banal, dass es nicht erwähnenswert ist. Also die Tatsache, dass man lebt, das ist einfach zu wenig, um darüber irgendetwas zu befinden. Man muss diesen Defekt leben, den muss man mit Dingen füllen, die voller Geheimnisse, die voller Geschichten, voller Lügen, voller Irrgärten, voller Irrwege sind. Sonst ist das ja kein Leben. Was wäre es denn sonst? Sie müssen doch sich selbst erfinden, du musst dich selbst in diese Welt erfinden, du musst dir selbst diese Welt formen, du musst dir selbst diese Welt erträglich machen. Wenn du nur auf der Tatsache lebst, dass es dich gibt, das ist ja nur wirklich das Ende von allem. Seine Bilder sind Handlungsanweisungen für die Wahrnehmung der Welt. Videokunst und Installationen interessieren ihn nicht. Er experimentiert in der Tradition der Malerei, der Zeichnung und der Skulptur. Vehement, leidenschaftlich, fast schon aggressiv, offenbart er sich der Leinwand. Ist er von einem Thema besessen, erschöpft er es in ganzen Serien bis zum Exzess. Vielleicht, dass ich nochmal, wenn es ganz fertig ist, also wenn es ganz trocken ist, dass ich nochmal ein Licht auf die helle Fläche setze, nicht? Die jetzt also untergehen würde in der Feuchtigkeit der Farbe. Aber im Prinzip, also vom Farbauftrag und vom Tempo und von dem, was ich also unter Malerei verstehe, ist es absolut. Richtig hart erarbeitet, aggressiv. Ja, ich kann nicht anders. Was ist das? Ich weiß es nicht. Unvermögen höchstwahrscheinlich. Diese ewige Überwindung von Materialien, von das Unbeherrschte, das letztendlich nicht systematisch arbeiten können. Ich kann mich nur auf das verlassen, was ich bekommen habe. Also alles andere sind Anlässe, Bewegungen, Anstöße. Aber ich habe ja was mal so schön formuliert, du musst beim Malen aufpassen, dass du das Malen nicht lernst. Nicht? Man muss es immer wieder neu beim Bild lernen, damit es nicht in eine Routine abrutscht, sondern nur dieses Glauben, dieser unendliche Glaube dran, dass es zum Schluss dann doch was rauskommt und was wird, das hält dich daran, weiterzumachen. Das ist wie bei einer großen Skulptur, die du einfach in den freien Raum hineinmachst von 9 Metern. Und kein Mensch hat dir jemals versprochen, weil du hältst dich an keine Regel, dass es funktioniert. Und so ist es auch beim Malen, ich halte mich an keine Regel. An Regeln hält er sich auch nicht beim geliebten Free Jazz. Hier beim Konzert mit Manfred Schof in der Berliner Akademie der Künste. Die Profimusiker schätzen die Lüppertsche Improvisation. Dann wimmel ich jetzt alles ab. Ich muss vielleicht die Rede schreiben für morgen. Ich weiß. Beckmann ist alles. Beckmann muss ich dann auch machen. Na gut.
Ausstellungen, Auftritte und Aktionen werden organisiert von seinem Team. Alle für Markus und Markus für alle. Das ist in Berlin, Markus, gell? Hast du es gelesen? Ja. Die kleine Atelierküche ist Schaltzentrale, Treffpunkt für das Team, Raum der Erinnerung. Erinnerungen auch an seine Schüler. Dieser Ort hat eine besondere Kraft. Man spürt es überall. Erinnerungen an der Wand. Hm? Was ist das für ein Typ? Das ist ein Schüler von mir, der hat Kongo Müller gemalt. Das war damals ein schlimmer Söldnerführer. Das sind alles Arbeiten von Schülern. Es gibt nur eine Konkurrenz, das ist die Ewigkeit oder wer die Ewigkeit besetzt. Und das ist eine Sache, die wir nicht in unserem Leben entscheiden. Also das ist die Imagination, das ist das Geheimnis. Wenn man Kunst als so notwendig und so wichtig betrachtet, wie ich das nun leider oder Gott sei Dank tue, Kunst ist mein Leben, ich kann anders nicht denken, ich kann anders nicht sein, dann, und das ist ein Fluch, wenn man das aber so sieht, dann ist die Welt frei von Konkurrenz, denn alles dient der Sache. Und wenn es ein anderer macht, so kann ich das auch. Wenn ich das mache, kann es auch ein anderer. Wenn es in der Qualität stimmt. Jeder Künstler, der ein großartiges Werk macht, bereichert den anderen Künstler mit diesem großartigen Werk, weil er dazugehört. Er ist Zeitgenosse von diesem großen Werk und gehört dazu. Deswegen gibt es in der Kunst eigentlich, außer diese alltäglichen kommerziellen Eitelkeiten, keine Konkurrenz. Alles Maßanfertigungen. 120 Paar Schuhe, 80 Anzüge, das will gepflegt sein. Jürgen Schmidt kümmert sich um alles. Ist Fahrer, Butler, Bodyguard, Trainingspartner, einfach immer da, rund um die Uhr. Jürgen, hast du alle Anzüge aufgehängt? Alles hängt, ja. Da ist ein neuer dabei, der müsste eventuell... Muss die Hose gemacht werden. Meine Rolle ist einfach, ihn den Rücken frei zu halten. Markus hat mal einen Satz zu mir gesagt, und wir sind, wie gesagt, über die Freundschaft zur Arbeit gekommen. Er braucht einfach einen Mann, der loyal ist. Loyalität ist das, was unser Verhältnis, unser Arbeitsverhältnis letztendlich ausmacht. Wann geht das denn hier morgens los? Es fängt um 8 teilweise an. Um 8 stehen wir so auf, so kurz nach 8. Und dann wird erstmal so ein kleiner Kaffee geschlürft oder so. Ne? Und was getrunken. Er fängt meistens mit seinem Olivenöl an. Und dann gehen wir dann laufen. Geht er dann dementsprechend joggen. Dann geht das Training los. Das ist auch das, was einen wundert. Ne? Der Mann ist 65. Ne? Wo nimmt er das her? Das Pensum, was er geht. Er macht ja alles selber. Tatsächlich geht niemand irgendwo hin, macht eine Zeichnung oder eine Skulptur. Da lässt er niemanden dran. Er macht alles, angefangen von der Stange. Die Stange wird natürlich hingeschweißt, aber alles andere an der Entstehung macht er selbst. Jeden Angriff, jede Ecke, jedes Hacken und auch ein Bild. Andere lassen malen, wie man weiß. Lieberts macht alles selber. Irgendeine innere Kraft, denke ich, treibt ihn. Oder ein Wahnsinn. Oder ein Genie, ja? Kann ja auch sein. Das Fürchterlichste ist ja, dass die Leute mit 65 in Ruhestand geschickt werden und dann haben sie noch 30 Jahre vor sich. Als was? Und wenn sie die kulturelle, die intellektuelle, die Bildungsvoraussetzung nicht haben, der Selbstbeschäftigung, das höchste Gut einer freien oder befreiten, von der Arbeit befreiten Gesellschaft, dann ist das also die Hölle auf Erden. Von heute doch gerne, ja? Aber ich muss im Bleistift. Ich möchte bitte auch ein Auto machen. Das kriegen Sie gerne. Lüpertz ist nicht normaler, er schreibt Bücher, Gedichte und ist ein begehrter Redner. Sie möchten jetzt was? Ich möchte, dass Sie mir das von heute so. Von heute die Max-Beckmann-Gesellschaft lädt ein in die neue Pinakothek nach München zum Festvortrag. Markus Lüpertz redet über den großen Expressionisten Max Beckmann. Es wird kein kunstwissenschaftlicher Vortrag, sondern ein echter Lüpertz in seiner ihm eigenen kraftvollen Sprache. Der Abend ist Max Beckmann gewidmet. Die Show übernimmt Markus Lüpertz. Volle Kannen,
mich Gesicht. Brotleib Horizonte, Glücken Stahllücken. Sitzen berglasziv verbürgt. Talsohn Gedächtnis. Das Grab gerastert, Kitschbaumromantik blöd. Natürlich ist er auch als Maler in der Pinakothek vertreten. Seine Wortschöpfungen, sein Auftritt fesselte die Zuhörer über eine Stunde. Dankeschön. Zurück in Düsseldorf. Markus Lüpertz ist ständig unterwegs. Am liebsten mit dem Auto. Der bekennende Autonarr besitzt ein Dutzend edler Karossen. Je nach Lage, Laune und Wetter wählt er das passende Gefährt. Im Sommer 2006 lädt das Kunstforum in Wien ein zu einer Lüpertz-Retrospektive. Er selbst spricht lieber vom Vergleich der Werkblöcke, Malerei mit Skulpturen und Zeichnungen. Das sind aus der Serie meine Lieblingsbilder. Und dieser Raum, über diesen Raum bin ich besonders glücklich. Ja, weil es einfach eine Idee der Vollendung, die ich eigentlich im Kopf habe, sehr nahe kommt. Und weil ich dann auch nach diesen Bildern, also diese Eindeutigkeit verlassen habe und ins Experiment gegangen bin. Also um dahinter zu kommen, warum ich das gemalt habe. Und dass immer dieser lange Weg der Experimente, mit dem ich jetzt befinde, hat ja unheimlich gute und schöne Arbeiten herausgebracht, die nicht stattgefunden hätten, wenn ich diesen Weg nicht verlassen hätte. Den Anschnitt von dem Mozartkopf und da hinten an die Seerose, nicht? Was hier so an Assoziation passiert, an Zeit, nicht? Das ist das Spannende. 1, 2, 3 verschiedene Zeiten, nicht? Von 70, heute und 4 Jahre zurück, nicht? Und ich sehe meine Bilder nicht ständig. Wenn ich dann immer wieder alte Bilder sehe, bin ich dann von meiner Meisterschaft immer wieder überrascht. Das erheitert mich tief und macht mich glücklich. Und ich stelle einfach fest, dass ich ein ungewöhnlicher Maler bin, nicht? Weil es ist doch mit nichts zu vergleichen. Vorhin hat mich einer gefragt, ob ich gerne in einem anderen Jahrhundert gelebt hätte. Das konnte ich dann mit Fug und Recht beneinen und sagen, nein, ich bin ein Kind dieser Zeit, ein Produkt dieser Zeit, ich liebe diese Zeit. Ich hoffe, dass ich diese Zeit prägen werde und dass auch, wenn über die Zeit geredet wird, dann auch über mich geredet wird. Infolgedessen bin ich ein Fan, ein Kind dieser Zeit und liebe es, in dieser Zeit zu sein und hoffe, dass ich das lang genug bleibe. Die Welt des Markus Lüpertz besteht aus vielen Facetten. Man nennt ihn Malerfürst Dandy Genie und schätzt seine Großzügigkeit. Er genießt sein künstlerisches Dasein und den aufwendigen Lebensstil mit großem Vergnügen. Es macht ihm Freude, sich zu inszenieren. Beeindruckend ist trotz aller kalkulierten Attitüde seine entwaffnende Direktheit. Ist die Welt des Markus Lüpertz eine Bühne? Steht er immer auf der Bühne? Spielt er immer? Wissen Sie, das ist eine Frage, die ist auch wieder zweischneidig. Wenn ich sage ja, stimmt das. Wenn ich sage nein, stimmt das auch. Es ist mehr meiner Willkür überlassen, wie ich damit umgehe, ob ich Lust habe. Es ist nicht permanent so. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, es zu tun, oder wenn ich Lust darauf habe, oder wenn ich finde, dass das etwas Hinreißendes ist, dann schon. Das fängt doch damit an, dass ich mir Gedanken mache, was ich anziehe. Ich lege mir meine Sachen raus, suche das Hemd dazu, den Schuh dazu, zum Schluss nehme ich noch das Auto, was zur Kleidung passt. Kann man dann von Bühne reden? Meinetwegen. Aber andererseits finde ich das für mich, das ist wie ein kleines Gedicht, was ich dem Tag schreibe. Das ist eigentlich die schönere Erklärung. Sie schätzen das luxuriöse Leben. Man sagt Ihnen nach, Sie frönen der Sinneslust, nicht nur beim Essen. Wie sehen Sie sich in dieser Gesellschaft,
die von Medien bestimmt ist, die von Kritikern bestimmt ist, die von Museumsleuten bestimmt ist, die für Sie wichtig sind, die von einer McDonald's-Gesellschaft bestimmt ist. Wo ordnen Sie sich da ein? Wie sehen Sie sich? Na, erstmal als nicht dazugehörig, als anders, weil mein ästhetischer Anspruch auf ein anderem Niveau ist. Ich bedauere die Vernachlässigung der Äußerlichkeiten, der gegenseitigen Höflichkeiten, des Charmes. Ich liebe geschliffene Reden, ich liebe freundschaftliche Zusammenkünfte, das Gespräch auf einem gewissen Niveau und ich liebe schöne Menschen, gut gekleidete Menschen, Ansprüche. Und ich bin angetreten von unten und will nach oben und das oben artikuliert sich für mich in Ansprüchen. Ansprüche, die ich selber versuche zu erfüllen, mit einer gewissen Disziplin, mit einer eigenen Disziplin, mit einem gewissen großen finanziellen Aufwand versuche ich eine ganz bestimmte Ästhetik zu vermitteln, von mir, von meiner Umgebung, mein Äußeres, trainiere mich, versuche also mich nicht hängen zu lassen, als Höflichkeit der Allgemeinheit gegenüber. Und ich hasse diese Art von vulgärer Gleichgültigkeit dem eigenen Körper, der eigenen Haltung gegenüber. Und das zieht sich eben über die ganze Dinge hinweg, bis hin, meinetwegen, zu den Autos, bis hin zum Anzug, bis hin zum Schuh, bis hin zum Hemd. Und das sind Dinge, die mich beschäftigen. Und das hat ja auch was damit zu tun, wie man seine eigenen Bilder in diesem Zusammenhang sieht, wie man dort genauso Ästhetik aufbaut, selbst wenn man sie verletzt, baut man sie auf, macht auf sie aufmerksam. Interessiere mich für Rahmen, interessiere mich für Podeste bei Skulpturen, diskutiere stundenlang darüber, wie ein Podest für eine Skulptur auszusehen hat, wie sie den Boden berührt, wie die Skulptur das Podest berührt, wie das Podest darauf steht. Das sind alles diese peripheren und wunderschönen Fragen, die sich innerhalb der Ästhetikkunst, Umfeldkunst bewegen. Und das ist ein reichhaltiges, ein schönes, ein sinnliches Thema. Und da bin ich zu Hause, da bemühe ich mich drum, lerne ständig daran, bin sicherlich nicht perfekt, versuche ständig, experimentiere und bedauere, wenn diese Dinge doch so gleichgültig und vernachlässigt werden. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, besichtigt er die Kunst großer Meister. Die Albertina in Wien zeigt Picasso, Degas und andere. Das ist nicht mein Lieblingsbild. Wenn ich nicht wüsste, dass es echt ist, würde ich sagen, das ist eine Fälschung, weil sie ist sehr unbeseelt für Picasso, der ein wunderbarer, schmelzhafter Maler ist. Es ist ein sehr unbeseeltes, ein sehr trockenes, sehr eigentlich langweiliges Bild. Es sieht unheimlich dilettantisch aus. Ich verstehe auch diese Helligkeit in der Oberlippe nicht. Dann weiß ich nicht, warum diese Hand einen Fingernagel hat und die andere nicht. Das sind alles so Dinge, die sind ein bisschen nachlässig. Dann ist diese Farbe hier, geht weg und das, dahinter das Rot steht vorne. Dieses Rosa haut nach hinten ab. Es wird sphärisch, diese Linie steht plötzlich völlig frei. Sie bindet sich an dem Rot und hier ist plötzlich Himmel. Also es sieht eigentlich aus wie einer, der versucht, wie Picasso zu malen. Ich bin von Picasso härtere, schärfere, definiertere und genialere Formen gewohnt. Das ist ein sehr routiniertes Stück. Deswegen ist es nicht besonders beglückend für mich. Sind Sie etwas neidisch? Wie kann man auf Erfolg neidisch sein? Das ist eine sehr schwierige Frage. Überhaupt neidisch? Schwer. Fällt mir schwer. Ich bin zu eingebildet, um neidisch zu sein. Übermäßige Bescheidenheit kann man Markus Lüpertz nicht zum Vorwurf machen. Geht ja. Der Degas hat Skulpturen gemacht, die sind so großartig. Und gerade diese von diese Tänzerin, das ist wirklich beste, schönste und großartige Skulpturen. Das ist fantastisch. Oh. Und eine Freiheit des Materials, eine Abstraktion durch diese Fragmentarik, nicht? Also durch diese Vollendung des Torsen, was mich zum Beispiel auch mit meinem Mozart beschäftigt hat. Nicht? Die Vollendung durch Weglassen. Nicht? Und das ist ein ganz vehementes und wirklich geniales Beispiel für. Nicht? Fantastisch.
Nach 1982 und 1996 ist es 2006 die dritte Lüpertz-Retrospektive in Wien. Sein Gesamtwerk dürfte mittlerweile rund 15.000 Arbeiten umfassen. Meine Erfolge sind Teilerfolge, sind mühselige Treppen, die ich bestiegen habe, die diese vorbehaltlose Bewunderung oder Begeisterung oder diese Möglichkeit, frei zu existieren, das habe ich ja noch bei weitem nicht erreicht. Also ich bin ja immer noch in gewissem Sinne, so albern sich das anhören mag, ein Untergrundkünstler. Meine Kunst ist ja nicht in irgendeiner Weise saturiert oder akzeptiert. Meine Legende stimmt, aber die Werke provozieren nach wie vor. Sie regen die Leute auf, sie werden abgelehnt. Es ist doch nicht so, dass ich ein Künstler bin, dem die Leute, wie meine Kollegen, denen die Werke aus den Händen gerissen werden. Ich bin doch der reine Künstler geblieben. Ich bin doch keine Marke geworden. Ich bin doch kein Artikel geworden, der gut verkäuflich ist. Seine schwarzen Vögel sind in farbenfrohe Gitter integriert. Lüpertz ist expressiv, abstrakt, spontan und doch kontrolliert. Er ist besessen von der Abstraktion und schafft immer wieder die Gegenüberstellung von Objekt und Form. Hier sein 54-teiliges Großflächenformat, der Traum des Malers. Ein Kaleidoskop der Kunstgeschichte aus dem Jahre 1996. 30 Jahre zuvor entstand eines der berühmtesten Werke, der Westwall. Der Westwall war nicht eine Vergangenheitsbearbeitung für mich oder eine Kriegsverarbeitung. Er war nur ein existenzielles Relikt. Den gab es in der Zeit, in der ich den gemalt habe. Tatsächlich, in der Eifel stand dieser Westwall. Ich habe mit meinen grünen Bildern nicht das Dritte Reich verarbeitet. Es ist keine politische Illustration, es ist kein politischer Inhalt, es ist Atmosphäre. Ob in Wien, Berlin, Düsseldorf oder Florenz, egal wo Lüpertz sich aufhält, er schafft aus seinem Alltag Ereignisse, die die Basis sind für seine Bilder, für seine Themen. Die Themen sind Tagebuch, sie sind Zeit, sie sind die Themen, die man also, mit denen man sich beschäftigt. Ich kann morgens was in der Zeitung sehen, ich kann am Abend jemanden sehen, dessen Gesicht mich fasziniert. Ich sehe plötzlich eine Hand, ich sehe einen Hund, ich sehe ein Abendrot, ich sehe eine abstrakte Form, ich sehe einen Klecks, ich sehe irgendetwas. Es gibt keinen, für mich, sage ich ganz bewusst, keine Inhalte. Die Inhalte gebären sich oder artikulieren sich über das Bild, über die Interpretation. Und das ist dann eben eine Sache der Zeit oder der Zukunft oder der Vergangenheit. Das weiß ich nicht, ist auch nicht interessant. Das Bild hat nur als Bild zu existieren, als intensive Farbexplosion, als intensiver Farbvortrag, als intensive, wie soll ich sagen, Tür zu etwas, was nicht vordergründig begreifbar ist. Ein Bild ist eine Anregung. Gefüllt wird sie mit den Gedanken der Zeit, in der das Bild gesehen wird. Das kann in der Ist-Zeit sein, und das kann aber auch in der 200-Jahre-Zeit sein. Man muss mal davon runterkommen, dass Bilder Illustrationen sind, dass Bilder irgendetwas illustrieren. Das ist falsch. Bilder sind Türen, Bilder sind Fenster, durch die man schaut, in die man Zeit schaut. Aber über die Interpretation, über die Andeutung, über die Fallstricke, über die Signale, über die Zeichen, die man lernen, die man begreifen muss. Darin sieht, ist ein Bild dann auch, sagen wir mal, zukünftig oder ewiglich. Es muss jedes Bild, was wir heute anschauen, muss Dinge schon damals drin gehabt haben, ob das 200, 300 Jahre ist, spielt keine Rolle, die wir heute verstehen und transportieren können. Wenn das nicht der Fall wäre, vergessen wir die. Das ist ja das zum Beispiel, was ich immer der Fotografie sage. Die Fotografie hat das nicht. Die Fotografie ist nur Ist, ist nur Zeit, ist nur jetzt, ist nur heute. Sie hat keine Geheimnisse, sie hat keine Verstellungen, sie hat keine Fehler, sie hat keine Unterbrechungen, keine Zugriffe, keine Korrekturen. Und deswegen ist sie nur Ist-Zeit und wird eines Tages nicht mehr verstanden, weil das, was zu sehen ist, nur noch Historie ist. Man hat nicht den Eindruck, dass Sie ein bescheidener Mensch sind. Man hat nicht den Eindruck, dass Sie zurückhaltend Ihr Leben gestalten, ganz und gar nicht. Nein, das ist ja das Einzige, schauen Sie, das einzige Leben, was wir leben, ist das, was wir haben. Wir haben keine Information darüber, ob wir noch ein Leben nach dem Tod oder vor dem Tode hatten. Da wir diese Information nicht haben, sind uns diese bescheidenen 60, 70, 80, 90 Jahre gegeben, 100 Jahre. Und die kann man natürlich ableben, die kann man leiden. Die kann man sich in die Ecke stellen lassen, die kann man eben hinter sich bringen. Ist auch eine Möglichkeit und das sehe ich völlig kritiklos und ist in Ordnung für den, der das so braucht. Aber man kann es ja auch als Herausforderung nehmen. Wie weit kann ich das Gegebene, das Vorgegebene, wie weit bin ich in der Lage, das zu beeinflussen? Wie weit bin ich in der Lage, das Leben zu meistern in der Form, dass ich es mir gestalte, wie es mir gefällt? Es ist doch müßig, also ein Leben zu leben, wie es ist. Was soll das? Wen interessiert das? Interessiert Sie die Wahrheit? Nein.
Die Wahrheit ist die dümmste und die einfachste Form der Kommunikation und das ist völlig belanglos. Mich interessiert die Idee, mich interessiert die Atmosphäre, mich interessiert das, was der Mensch schafft. Nehmen Sie mal die Religion. Es gibt keinen Gott. Gott ist das, was der Mensch sich vorgestellt hat, was das Schönste, Größte und das, was sich am idealsten vorstellt, was er sein möchte. So hat er Gott gefunden und Gott erfunden. Und darauf konnten sich alle Menschen einigen, dass so Gott auszusehen hat. Und das ist doch eine der großartigsten Leistungen der Menschheit überhaupt. Das hat ein dickes Buch gegeben, das hat Wahrheiten gegeben, die es nie gibt. Das hat Welten gegeben, das hat Wunder gegeben, die nie stattgefunden haben. Das ist doch das Großartige, so weit sie zu transportieren, dass sie glaubbar sind. Das ist doch tausendmal mehr als Wahrheit. Nun, das ist das Ergebnis von Interpretation. Was auch immer. Nein, von Willen, von Geschichten, von Erzählungen, von Behauptungen. Die Welt, die wir begreifen, ist von Märchenerzählern, ob die Apostel hießen und ob die Brüder Grimm hießen, erzählt worden. Und das ist die Wahrheit, nicht die Wahrheit, die passiert ist. Die einzige Wahrheit, die es gibt im Leben, du wirst geboren, du stirbst. Aber ein bisschen wenig. Zur Eröffnung kommen sie alle. Die Fans, die Kunstinteressierten, die Kritiker und auch sein Freund, der Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Was? Ich hasse sie, ich hasse sie. Das verbindet uns, genau. Das ist richtig. Also, dann hier mal weiter Text. Die Hommage an Mozart. In Wien ein Highlight, in Salzburg ein Debakel. Das ist der Beweis dafür, dass Mozart eben die Skulptur kein Porträt von Mozart ist, sondern eben Mozart als Muse. Er ist doch wirklich, mal ehrlich jetzt. Ne? Alles weil, er ist doch hinreißend. Kann es sein, dass der Markus Schlüppertz den Skandal braucht, damit man über ihn... Nein, der Skandal steht der Vollendung im Wege. Und ich beschäftige mich mit Vollendung und nicht mit Skandalen. Dem Skandal kann er nicht entgehen. In Salzburg, vor der Markuskirche auf dem Ursulinenplatz, wird seine Mozart-Figur geteert und gefedert. Nicht nur die Kirchgänger nehmen Anstoß am ungewohnten Anblick. Es hagelt Protestbriefe. Die Wiederherstellung übernimmt der Meister selbst. Was haben die Leute gegen Lüppertz? Ich bin zu hübsch. Und die Skulptur auch so hübsch? Kann ja wohl nicht sein. Doch, das ist einfach ein, wie soll ich sagen, ist eine, das Verständnis oder der Weg der modernen Kunst bis zu dem Publikum, das ist einfach aufgrund dieser allgemeinen Verblödung, die stattfindet, ist das, diese Distanz zu groß geworden. Die Leute verstehen nichts mehr, sie interessieren sich nicht mehr, sie wollen nur noch ihre Mozartkugel, die ganze Stadt ist ja zugeschissen mit diesem Zeug. Und wenn sie das meinen, wenn sie das richtig, eigentlich sollte man die Skulptur wegnehmen und ihnen nicht geben, weil sie haben es einfach nicht verdient. Haben Sie schon mal die Frage gestellt, ob Sie vielleicht überheblich wirken? Ich bin überhaupt nicht überheblich, ich bin ein ehrlicher und schwer arbeitender Künstler, der sein ganzes Genie einsetzt, um große Kunst zu machen. Und wenn mich die Leute daran hindern oder wenn sie versuchen, das in irgendeiner Weise falsch zu verstehen, dann ist das ihr gutes Recht. Aber da muss ich ja nicht immer drauf eingehen. Aber hier die eine Wunde. Hier die zwei, drei, vier. Wo war die fünfte? Am Bein unten, ne? Unten am, Bein da, ne? Ich habe aber Fotos mit. Da muss man schauen. Hör mal ab. Stefan, ja. Gibt es hier irgendwo einen Kaffee? Nee, ne? Ja, hier, ich weiß nicht, ob es einen Kaffee to go gibt, aber Peter kann ja mal hingehen. Die wollten das ja mit aller Gewalt verhindern, dass ich den bemale. Das ist der, ne? Ja. Weil die Aggressivität des weißen Gesichtes, das hat die Leute hier erschreckt. Dabei sind die im Rokoko so rumgelaufen, weiß gepudert.
Liter Wasser. Kunst im öffentlichen Raum bedeutet immer verstärkt Auseinandersetzung. Hautnah mitbekommen hat das die Rahmenhandlung Günther. Also in jeder Größe? In jeder Größe, ja. Haben Sie eine Karte? Mutter und Sohn sind immer noch überrascht von der Publikumsreaktion. Profitieren Sie von dem Lüppertz? Ja, würde ich schon sagen. Es belebt den Platz. Also wenn ich vergleiche zu früher, waren auf den Ursulinenplatz kaum Personen. Im Sommer vielleicht ein paar Touristen, aber jetzt kommen Salzburger her. Und schauen Sie den Platz an, vor allen Dingen schauen Sie die Lüppertzfigur. Wenn man am Abend vorbeigeht, stehen Leute da, also überhaupt im Sommer. Das war ja so lustig, wenn ich da so um 10 Uhr heimgekommen bin, dann haben die Leute diskutiert. Und jetzt steuert jeder, wenn er auf den Platz geht, nicht nur die Kirche und die Fassade an, sondern auch diese Statue liest den Text, der da aufgeschrieben ist. Und ja, bewundert sie oder betrachtet sie halt zumindest. Letztendlich, es gibt keine schlechte Werbung und Salzburg profitiert von Lüppertz. Naja. Ja, das kann man schon sagen. Ja, ja, sicher. Das. Aber ich meine, es geht ja in die Geschichte ein. Da ich Tagebücher schreibe, nicht, wird doch Salzburg sein Fett wegkriegen. Und die werden ja dann mal veröffentlicht, nicht? Und dann stehen die dann hier drin als Stadt, wo Skulpturen noch geteert und gefedert werden. Das ist ja wirklich eine mittelalterliche Leistung. Wie gefällt Ihnen der Mozart? Also, gefällt er mir nicht. Er ist ja nicht schön, oder? Ich will ja nicht den Mozart schlecht machen oder niedermachen und ich will ja nicht hier irgendwie Mozart jetzt so zeigen, wie er wirklich war. Das hat mich nie interessiert. Die Skulptur hat ihre ganz klare Botschaft. Das ist die Musik, die ist weiblich. Ja, die Physiognomie erinnert an die Zeit von Mozart durch die Perücke. Dann dieses idealisierte Gesicht, was ich dargestellt habe, ist einfach meine Vorstellung von einem wichtigen, großen, intelligenten und genialen Kopf. Mehr hat das mit Mozart nicht zu tun. Dass das Ganze unter diesem Zeitbegriff Mozart und diesem Kunstbegriff Mozart läuft, ist ein Kompliment an den großen Künstler und hat dann seine eigene künstlerische Entwicklung erfahren. Und diese Gegenüberstellung, die ist spannend und die ist Kunst, die ist moderne Kunst. Und das muss man begreifen. Wer das nicht begreift, dem kann ich auch nicht helfen. Für die Ewigkeit arbeiten, wo kann man das erfolgreicher als in der Kirche? Die romanische St. Andreaskirche in Köln beauftragte Markus Lüppertz mit der Gestaltung eines Fensters. Für ihn eine ganz besondere Herausforderung. Auch hier wieder Abstraktion und Realismus in prächtigen Farben, voller Dynamik. Selbst das Priestergewand ein echter Lüppertz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Künstler ist davon abhängig, dass er in seiner Zeit unverrückbare, feste, nicht verschiebbare Dinge macht, um seinen kleinen Anspruch an die Ewigkeit zu realisieren. Und dann ist ein Fenster und eine Kirche sehr hilfreich, weil diese installierten Fenster sind sehr schwer und sehr schlecht wieder rausmontierbar. Und infolgedessen ist das sicherlich so schön, es ist in einem Museum zu hängen, aber in einer Kirche ein Kunstwerk zu haben, also eine der, glaube ich, schönsten und glücklichsten Momente und Aufgaben, die ein Künstler überhaupt haben kann,
Deswegen erleben Sie heute einen sehr fröhlichen und einen sehr glücklichen Künstler. Ich danke Ihnen. Vom Altar zur Bühne. Fahrenheit 451 handelt von einem totalitären Staat, in dem Bücher verboten sind, konfisziert und vernichtet werden. Sie machen klar, wie du oder ich, und wir verbrannten sie. 451 Grad Fahrenheit ist die Temperatur, bei der Bücher brennen. Das Stück wurde vom Schauspiel Bonn inszeniert und in der Bundeskunsthalle in Bonn aufgeführt. Bühnenbild und Kostüme kreierte Markus Lüpertz. Oper, Theater und Konzert. Aufgaben in diesen Sparten genießt er sehr. Fröndenberg in Westfalen. Ein kleines Dorf zwischen Dortmund und Unna, abseits vom städtischen Kunstbetrieb. Die ehemalige Kettenschmiede ist für Lüpertz als Ausstellungsort nicht alltäglich. Fest von der unbezwingbaren Wirkung seiner Exponate überzeugt, wählt er allerdings gerne Grenzbereiche. Hier gibt es keine minimalistischen weißen Wände. Weiter. 25 fragile Gipse müssen sich behaupten gegenüber Maschinen, Öfen und Kettenteilen. 25 Gipse in der Schmiede, so denn auch der Titel der Ausstellung, allesamt entstanden zum Themenkreis Mozart. Und das ist hier eine Variante zur Mozart Salieri. Salieri war der größte Gegenspieler von Mozart. Eine fiese Möpp, der nicht leiden konnte und der Hof immer reingerissen hat. Deswegen hat er so einen etwas zynischen Gesichtsausdruck. So, Licht aus, ziehen. Ob bei Blasmusik im Museum oder im Kunsttempel, Lüpertz ist authentisch in seiner Selbstinszenierung. Er sitzt nicht im Elfenbeinturm, er ist offen, kein versponnener Sonderling, der möglichst unerkannt durchs Leben schleicht, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin nicht so ganz mobil, weil ich eine Operation habe. Ich auch. Ich habe einen Unfall. Ich habe einen Unfall am Knie gehabt. Ich habe mich aber noch nicht operieren lassen. Ah, sehen Sie? Ich humpel noch rum. Ne? Ich würde ganz gerne ein Foto machen. Noch mit Ihnen, irgendwo. Als Künstler ist er wahrhaftig. Die Rollen als Dandy, als Malerfürst, als Entertainer, als Lebemann, Bohemian und Narziss sind Inszenierungen, die er liebt, um das medientrainierte Publikum gleichermaßen zu unterhalten wie zu provozieren. Die Schmiede als Ausstellungsort vorgeschlagen hat sein Bruder Karl-Heinz Lüpertz. Er ist das Gegenteil von ihm, lebt in Fröndenberg und ist Unternehmer. Was sind die wesentlichen Merkmale, die Sie beide unterscheiden? Die wesentlichen Merkmale. Er ist Künstler und ich bin Techniker. Das sind, denke ich, die wesentlichen Merkmale. Ich habe immer in der Industrie gearbeitet, seit meinem 14. Lebensjahr. War immer selbstständig, Unternehmer und er ist Künstler. Sind Sie ein bisschen neidisch auf ihn? Nein, absolut nicht. Nein, nein. Nein, nein. Wir sehen uns ja so jedes halbe Jahr. Mehr sehen wir uns ja gar nicht. Aber jetzt hier im Umfeld oder im Vorfeld dieser Ausstellung haben wir etwas mehr gesehen. Sind Sie denn stolz auf ihn? Bin ich. Bin ich. Kann man stolz sein, wenn man einen solchen Bruder hat. Wir verstehen uns gut. Als kleine Jungs haben wir uns oft gestritten. Aber heutzutage verstehen wir uns ausgezeichnet. Die Schmiede als Ort der Maloche ist Markus Lüpertz von Jugend an vertraut. 1941 geboren in Liberec in Böhmen,
flüchtet der 7-Jährige mit Eltern und 1,5 Jahre älterem Bruder ins Rheinland. Seit dem 15. Lebensjahr ernährt er sich selbst. Neben der Ausbildung an der Werkkunstschule in Krefeld arbeitet er auch unter Tage im Kohlebergwerk, in der Landwirtschaft, im Straßenbau, als Anstreicher und in der Werbegrafik. Mit 20 geht er an die Kunstakademie nach Düsseldorf, die er bereits nach einem Semester wegen einer Schlägerei verlassen muss. Vor allen Dingen auch diese Licht- und Schatten-Elemente. Ja, deswegen habe ich das ja auch verdunkeln lassen. Seitdem ist er als freischaffender Künstler tätig. Mit 35 Jahren wird er Professor an der Karlsruher Akademie. Mit 45 erhält er einen Ruf nach Düsseldorf. Seit 1987 ist Lüpertz Rektor der Kunstakademie in Düsseldorf. Beinhart setzt er sich durch, wenn es um die Interessen der Studenten und der Professoren geht. Leere Versprechungen der Politiker prangert er an. Das ist der Wahnsinn. Wir haben Museen, die haben einen Ankaufsetat von 20.000 Euro im Jahr. Sie haben eine riesige Form, sie haben Museen gebaut, sie haben Häuser gebaut. Da gibt es kein Etat, keine Leute mehr, die irgendwie Geld dafür haben. Versuchen Sie heute mal eine Ausstellung zu machen im Museum. Mittlerweile müssen wir das Geld selber mitbringen. Wo ist denn die großartige Kulturlandschaft? Sie ist da, wo sie letztendlich, habe ich nichts dagegen hingehört, bei den Privatinitiativen. Das ist ja großartig. Aber die soll sich nicht darstellen, die Politik. Die soll sich nicht darstellen, als würde sie die Kultur fördern. Die Politik fördert, das ist was ganz anderes. Sie fördert kulturelle Jugend. Sie ist jugendspezifisch, sie ist neu, sie ist demokratisch, da sie jung ist. Jugend heißt immer kein Name, Jugend heißt keine Person, sondern immer nur Bewegungen, immer Massen. Die werden in einer gewissen lässlichen und, nachlässigen Form gefördert. Man kann immer sagen, wir haben für die Jugend, für den neuen Leuten eine Chance. Und dieser ganze politische Quatsch, der damit zu tun hat, der findet mannigfaltig statt. Einmal im Jahr öffnet die Akademie die Ateliers zum Rundgang. Die Studenten zeigen ihre Arbeiten. Auch der schwer an amyotropher Lateralsklerose erkrankte Freund und Kollege Jörg Immendorf kommt zum Rundgang. Sag mal, Lieber, deine Klasse ist die beste heute. Ja. Mit Abstand, also mit Abstand, das ist wirklich das Aufregendste in der ganzen. Ist sehr gut. Ja, also ich finde es toll, wie die Leute arbeiten für dich. Das finde ich also ganz ausgezeichnet. Nein, also das ist, muss ich ehrlich sagen, ist großartig. Ne? Sieht doch toll aus, ja. Meine, das sind alles nur Neuzugänge, das muss man erstmal abwarten, aber dann das ist wirklich toll. Finde ich großartig. Schön, dass du da bist. Sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Rundgang. Ist ein Kommen und Gehen, dass die Akademie gleichsam bluten lässt aus all ihren Öffnungen und doch alles verschlingt und verdaut, pulsiert das Haus voll von Erwartung und ist bereit sich zu zeigen, zu öffnen. Es ist, meine Damen und Herren, Rundgang und die Akademie versprüht ihr Können, ihre Idee. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind, um das zu sehen, was wir gemacht haben. Ich danke. Und immer wieder geht es um die gleiche Frage. Kann man Kunst lernen? Sind es schon Künstler oder sind es noch Studenten, die hier ausstellen? Und das ist ja das, was ich übel nehme, dass sie sich genauso verhalten. Die verhalten sich wie Studenten und nicht wie Künstler. Die denken, die studieren was und das ist Quatsch. Hier kannst du nichts studieren, hier musst du sein. Hier muss man sich behaupten, muss man eigene Ansprüche als Künstler einfordern, sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Wie hier in der Klasse von Professor Jörg Immendorf. Immendorf selbst, ein freundschaftlicher Konkurrent von Markus Lüpertz. Es klingt ja beinahe mir zu lapidar, wenn ich sage, enger kann ich mir eine Beziehung über Jahrzehnte nicht vorstellen. Wir sagen nicht umsonst, wir sind Blutsbrüder, wir haben also nie das Blut getauscht, also dem Klischee entsprechend. Aber hinter dem Begriff verbirgt sich ja, glaube ich, genügend. Und jeder, der fantasiebegabt ist, kann sich das ausmalen, was es bedeutet. Ist er Konkurrent? Er ist durch sein Niveau positiver Konkurrent. Er hat mich immer über sein skulpturales Genie, das sage ich jetzt mal und nicht er selber, ja, provoziert. Ich bin kein Skulptur, ich bin kein Plastiker. Das hat mich immer wahnsinnig neidisch gemacht, weil er da einfach so gigantisch ist. Und in diesem Sinne Konkurrent.
aber er lädt meine Batterie auf. Was soll dann eine Freundschaft sonst bedeuten, wenn da nichts kommt? Also auch eine gesunde Konkurrenz belebt die Freundschaft und füllt sie mit Leben. Neben Karlsruhe, Florenz und Düsseldorf hat Lüpertz in Berlin ein weiteres Atelier. Hier arbeitet er an einem Großauftrag, der 10 Meter hohen Merkur-Skulptur, geplant für den Posttower in Bonn. Bevor der Götterbote geformt wird, bedarf es vieler Zeichnungen und Entwürfe. Lüpertz, geboren im böhmischen Liberec, zieht es immer öfter nach Berlin. Ihn reizt die Veränderung. Seine Düsseldorfer Akademiezeit ist vielleicht schon bald Vergangenheit. Die Akademie selber macht mir Spaß, aber die Jugend. Ich bin nicht alt genug für die Jugend. Mir geht die so furchtbar auf den Wecker und dann sollte man eigentlich langsam aufhören. Weil ich einfach das Gefühl habe, sie langweilen mich. Und vielleicht ist es mein Alter, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht. Ich muss ja nicht immer ich schuld sein. Können ja auch mal die anderen schuld sein. Was das an Jugend sich aufträgt, das sind Leute, die wollen was anderes. Die haben eine andere Idee von Kunst oder überhaupt, die wissen gar nicht, was das Kunst ist. Das ist irgendwie eine andere Art von, ich vermisse die Poeten, ich finde die Wahnsinnigen, ich vermisse die Verrückten. Das sind für mich alles erstaunlich, ein riesiges Heer von Bürgern, die versuchen, also über das Kreative, gar nicht mal über die Kunst, ein angenehmes Leben zu haben. Und das ist für mich ein Problem, weil ich einfach da keine große Malerleidenschaft sehe. Aber das ist ja nicht generell so. Es gibt ja immer wieder, und das ist ja das Faszinierende, immer wieder Gruppierungen und Strömungen in Malerei. Nur vielleicht geht die momentan an mir vorbei, das kann ja sein. Also insofern, ich sehe da keine Notwendigkeit. Also ich fühle mich im Untergrund, ich fühle mich am Anfang, ich meine, es hört sich so albern an, aber ich fühle mich jung oder neu, oder als würde ich gerade mit was Neuem anfangen. Und dann kommen wir diese auf disziplinfixierte Jugend, also Video, Fotografie und diese Dinge, die kommen mir so limitiert vor. Und weil das auch eine andere Welt ist. Und deswegen bin ich vielleicht an der Akademie mittlerweile, nach 30 Jahren, das ist ja durchaus denkbar, am falschen Platz. Ne? Der richtige Platz ist in jedem Fall der Frühstückstisch bei der Familie. Die reist manchmal von Karlsruhe zum Wochenendbesuch nach Berlin. Nächstes Mal kommst du wieder. Oh. Damit gar nicht, gell? Also wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt jetzt das Haus in Berlin, dieses Atelier. Es gibt den eigentlichen Wohnsitz in Karlsruhe und das Atelier in Düsseldorf. In Italien noch eins, in Italien gibt es auch noch. Und wo seid ihr am liebsten? Italien. Es ist verrückt, dass die immer Italien so ist. Wo ist Markus am liebsten? Dort, wo meine Familie ist. Das ist jetzt eine schwere Frage. Käse? Erst kommt die Kunst, dann die Familie. Das war immer so und die Familie akzeptiert, ja, versteht es. Merkur, das ist die bisher größte Skulptur, die er formt, schlägt, sägt und modelliert. Das Schaffen dieses Werkes ist auch der Kampf um Form und Inhalt. Es ist bereits der dritte Gipsentwurf. Erst wenn er sich absolut sicher ist, schickt er das Gipsmodell in die Gießerei. Ein ganzes Jahr wird ihn der Merkur beschäftigen, bis die Bronzefigur aufgestellt wird. Kunst ist wie Luft holen. Kunst ist wie Blumen begießen. Einmal vergessen, stirbt die Blume. Aber ich empfinde das ja nicht als Arbeit oder als Lust, sondern es ist einfach, du hast den Finger Gottes im Nacken und musst dich ständig bewegen. Du bist wie eine Marionette, verstehst du, die von der Ewigkeit gezogen wird. Und entweder schaffst du es oder du schaffst es nicht. Du kannst ja nichts anderes machen, wie es machen. Dann rennst du immer gegen die Welt an, gegen die Kritik an, gegen Leute an, gegen Sammler an, gegen Museen an. Wenn ich es nicht bin, dann bin ich es nicht. Wenn ich es bin, dann haben sie sich geirrt. Oder auch nicht. Es gibt ja Leute, die lassen mich. Insofern ist es ja nicht so schlimm. Es gibt ja keinen Grund zum Klagen. Immerhin kann ich so ein Ding machen.
Wenn Kritiker das Wort unbedeutend in den Mund nehmen, die wagen sich über einen Künstler, der gerade etwas macht, zu sagen, das ist unbedeutend. Nach welchem Gesichtspunkt? Ich meine, haben die nie die Zeitung gelesen? Das haben die über Courbet gesagt, das haben die über Van Gogh gesagt, das haben die über den anfänglichen Picasso gesagt. Irgendwo hat immer irgendeiner das irgendwo beschissen gefunden. Ne? Und ist dann eben als beschissene Typ in die Geschichte eingegangen. Das ist sein Schicksal. Also wer sich mit mir anlegt, geht sicherlich dann eben als trostlose Figur in die Geschichte ein, der eben keine Ahnung von der zeitgenössischen Kunst hatte. Das ist sein Risiko. Und das muss er tragen. Familienleben im Atelier ist selten. Die Kinder lieben die Atelieratmosphäre und der Vater liebt es, sie um sich zu haben. Markus Lüppertz hat zu seinen 5 Kindern ein inniges Verhältnis. Welche Vase? Die von der Blumentopf. Ein Blumentopf, Lacki? Ja. Oh, man kann das schon relativ früh machen. Müssen wir gleich mit Schellack drüber gehen, ne? Relativ früh. Und wer modelliert jetzt den Totenkopf, du? Nein? Das ist ja mein Sohn. Ja, geht's von hinten. Oh, muss da rausgehen. Da muss es rausgehen. In der Sache richtig, muss noch steiler sein, ja. Und noch schräger. Und die Beule da, die ist jetzt falsch, aber und da muss es rein, weißt du? Da muss es da, diese Linie, die kommt noch nicht richtig. Es muss noch mehr da raus. Aber das machen wir da. Die Arbeit am Merkur wird unterbrochen. Denn Sammler kommen zum Bilderkauf in sein zweites Berliner Atelier. Ich brauche unbedingt eins in meiner Größe. Der Meister, wie immer bei solchen Gelegenheiten, in feinstem Zwirn. Das schneit, nehme ich an, da wird es nicht so schön sein. In Berlin ist Markus Lüppertz sehr präsent. 5 Skulpturen stehen im öffentlichen Raum. Der prominenteste Platz ist das Kanzleramt in der Architektur von Axel Schultes. Die Skulptur von Lüppertz, die Philosophin, macht den offiziellen Empfangssaal für Staatsgäste zum musealen Erlebnis. Begeistert von diesem Werk war und ist Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Über die Kunst entstand eine tiefe Freundschaft zu Lüppertz. 3-4 Mal im Jahr trifft man sich zum Gedankenaustausch, zum Abendessen oder Skatspiel. Markus Lüppertz, was bedeutet der für Sie? Also ich finde zunächst einmal, dass das Etikett, mit dem er belegt wird, Malerfürst, hier zutreffend ist. Manche Etiketten sind ja ganz falsch, aber hier ist das so. Was er für mich bedeutet, ist ein ungemein großzügiger Mensch. Als Freund ist er unglaublich verlässlich. Und natürlich, er wird wichtig natürlich als Maler und Bildhauer. Also modernistisch ist er sicher nicht, aber er ist nicht gestrig dadurch, sondern er lebt sein Leben. Darauf legt er Wert und das ist auch gut so. Aber was man ihm natürlich wünschen muss, ist, dass er noch viel Zeit hat, zu leben auch, nicht nur zu malen. Femi, meine Frau kennst du ja, ne? Meine Frau, meine Töchter und mein Sohn. Vorbereitung einer kleinen Ausstellung für Istanbul. Bilderauswahl mit der Kuratorin. Dann ist die Klappe mal. Du hast fotografiert, du? Ja. Hallo, bist du ja fest? Ja. Der Nietzsche muss uns Telefon geben, wenn du noch. Willst du noch vorziehen? Oder geht es schon? Also 80 mal ein Meter, ne? Ja. Und das ist auch, glaube ich. Habt ihr das auch fotografiert dahin? Ja, das habe ich auch. Das ist 80 mal Meter, das ist alles ein Format. Und der Galeriepreis ist $50.000. Im Gegensatz zum Vater erhält Tochter Lilly Klavierunterricht.
Auf Ausbildung legt man im Hause Lüpperts größten Wert. Eine Garantie für künstlerischen Erfolg ist das jedoch nicht. Kunst verlangt Besessenheit. Von Berlin nach Bad Reichenhall zum Free Jazz Konzert. 4 bis 5 solcher Konzerte pro Jahr mit professionellen Starmusikern sind für ihn ein großes Vergnügen. Die Befreiung von der Malerei. Das ist ein anderes Wort dafür. Das ist für mich im Moment der kürzeste Weg zum Glück. Von Bad Reichenhall nach London zu einer weiteren Ausstellungsvorbereitung. Vor 30 Jahren hat er hier bereits gelebt und auch ausgestellt. Inzwischen sind neue Museen und Galerien entstanden. Die Tate, eines der renommiertesten Ausstellungshäuser der Welt, wäre für ihn eine willkommene Herausforderung. Das sieht ja sehr unbritisch aus. Sind die Ausstellungsmöglichkeiten und Verkaufschancen heute nicht besser denn je? Naja, das ist falsch. Das hat es immer so gegeben, weil nur das Genre hat sich vergrößert. Also die Menge ist viel mehr geworden, weil es eine viel größere Information, eine viel größere Populisierung gibt. Es gibt viel mehr Menschen auf der Welt. Also das ist jetzt einfach nur verdoppelt, verdreifacht. Aber die Systeme oder das Vorhandensein ist immer das Gleiche. Das hat sich da diesbezüglich nichts geändert. Und die Zeit ist immer die beste Zeit, weil das die einzige ist, die wir erleben. Und irgendwann wird sie vorbei sein und wir werden nie wieder da sein. Also es ist, wir leben und sterben in unserer Zeit und wir sind der Garant für unsere Zeit und müssen schauen, dass wir das anständig draus machen. Ist das nicht eigentlich eine ganz furchtbare Vorstellung, irgendwann mal nicht mehr da zu sein und nie wieder zurückzukommen? Tja, das betrifft ja andere Menschen, nicht mich. Markus Lüppers hat sich mit seinen Bildern verewigt. Das ist sowieso, also das ist ja nicht die Frage. Den Tod wollen wir doch bitte nicht reden. Er kommt nicht vor.